Das konnte sich aber noch nie jemand merken, also kannst du mich Seemann nennen. Okay, Bastian und Seemann. Euer Rennen war verdammt nicht schlecht für den Anfang. Habt ihr das schon öfter gemacht? Ja, naja. Wir fahren ab und zu mal gegeneinander. Verstehe. Morgen startet das Clubturnier. Ihr könnt euch noch fix anmelden und dann offizielle Rennen fahren. Okay, wir sind dabei. Hauptsache, wir haben alle Spitznamen, ne? So. Ach, ich hab euch gespoilert. Tut mir leid. Jetzt nehmen wir aber nochmal den S-Klasse-Verschnitt, weil wir dürften ja den nicht fahren. Also, S-Klasse-Verschnitt. Wenn, dann S63 AMG. Aber keinen Serien-S-Klasse, weil... Naja, sieht dann doch ein bisschen böse aus. Rufnummer unbekannt. Hallo? Hi, Rico. Du wolltest doch noch einen Job. Ach, hi. Ja, sicher. Was für ein Modell soll's denn sein? Ich brauche schnellstmöglich einen Krankenwagen. Kannst du den besorgen? Wie jetzt? Einen echten? Ja, sicher. Einen echten. Kannst du oder kannst du nicht? Ja, klar kann ich den besorgen. Dann bis später. Na prima. Unsere Autoschieber wollen einen Krankenwagen. Was? Ja, du weißt schon. So einen mit Blaulicht. Ich weiß, was ein Krankenwagen ist. Ich meine, wozu? Ja, keine Ahnung. Vielleicht finde ich das noch raus. Bin gespannt, was die Chefin sagt, dass wir einen Krankenwagen brauchen. Nee, besser nicht den Dienstweg. Diese Autodiebe beobachten mich vielleicht, weißt du? Und wenn wir da was drehen, dann finden die das womöglich raus. Du meinst, wir sollten jetzt tatsächlich einen Rettungswagen klauen? Yep. Den brauchen wir dann allerdings selbst, wenn die Chefin Wind davon kriegt. Yep. Yep. So. Krankenwagen sollen wir besorgen. Ich bin jetzt hier... Wo klauen wir jetzt einen Krankenwagen? Tja, Krankenhaus, Feuerwehr, Flughafen. Such dir was aus. Okay, du, dann setze ich dich bei der nächsten Krankenwagenvermietung ab. Alles klar. Ja, ich bin hier extra noch mal hingefahren, weil, wie gesagt, ich habe das Spiel schon mal durchgespielt, mehrmals. Da weiß man noch, wo alles ist. Alles klar, den nehme ich. Ich würde zu gern wissen, wozu die einen Krankenwagen haben wollen. So, da wir jetzt einen Krankenwagen haben, Blaulicht an. Und ab geht's, dann sind wir auch schneller da. Ich wechsle hier mal die Ansicht, weil es einfach so ein riesen Kasten ist, wo ich fast nicht drüber sehe. Jetzt haben wir halt die Motorhaubenansicht, obwohl von der Motorhaube nicht viel zu sehen ist, weil die halt einfach so klein ist. Das erklärt auch, wieso wir nur ein... Das erklärt auch den kleinen Motor, weil wir haben nur 160 km/h Topspeed. Was nicht gerade dufte ist, also... Ja. Ich hoffe, die echten Krankenwagen sind ein bisschen schneller. Ja, wobei, es sind auch ja so riesen Karton. Wow, fast wäre uns gekippt. Es sind ja auch so riesen Kisten halt. Können halt auch nicht allzu schnell fahren. Vor allem auch wegen der Sicherheit, weil... Bringen so einen Karton erstmal zum Stehen. Das Ding wiegt mindestens 2-3 Tonnen. Also, grob geschätzt, also ich bin kein Krankenwagenfahrer. Keine Ahnung, wie schwer so ein Ding ist. 2-3 Tonnen würde ich jetzt schätzen. Oh, 30 Sekunden nur noch. Mach hinne. Bremsen! Du Dumpfbacke, geh weg! Vollgas! Komm schon, Baby! Das passt! Und Vollbremse. Moin. Nicht schlecht. Den hast du aber sehr schnell abgestaubt. Naja, das Modell ist nicht gerade exklusiv. Dafür ist der Auftraggeber sehr exklusiv. Wozu braucht er einen Krankenwagen? Wenn mich das schon nichts angeht, dich erst recht nicht. Oder bist du ein Schnüffler? Hey, glaub's mir. Meine Neugier ist genetisch bedingt. Dann bin ich jetzt neugierig, was du zu dieser Liste sagst. Liste? Ein Kollege ist geschnappt worden. Du übernimmst seine Liste. Alles exklusive Modelle, die wir liefern sollen. Kriegst du das hin? Wow, das sind aber ein paar. Halt dich ran. Wir sehen uns dann wieder, wenn du alle geliefert hast. Alles klar, das war das, was ich vorhin mal angetönt habe. Genau, also...
Ja, also im Menü Ben Undercover findest du die Liste der Fahrzeuge, die du für die Autoschieber klauen sollst. Fahre Streife und nutze die Gelegenheit, wenn sie sich dir bieten. Bedenke, manche Fahrzeuge auf der Liste haben ordentlich Leistung. Du kannst sie nur klauen, wenn du ein entsprechendes Fahrzeug fährst. Genau, also das ist eigentlich eine Bonusmission, die wir machen müssen. Wir müssen alle diese Fahrzeuge hier klauen und dem Typen bringen. Das sind eigentlich alles Sportwagen. Bis die zwei hier. Das sind alles hier Supersportwagen. Ja. Da haben wir zu tun, ne? Werde ich dann mal in einer extra Aufnahme machen. Was für einen Fall haben wir jetzt eigentlich? Bereitschaftsdienst. Wir nehmen mal wieder Bens Auto. So, schon eine halbe Stunde am Aufnehmen. Seh mir, Ben, bitte fahrt sofort zum Hotel, in dem die Konferenz stattfinden wird. Gibt's doch Stress? Ein Unbekannter ist dort gesehen worden, der sich in den Suiten rumgetrieben hat, in denen die wichtigsten Gäste untergebracht werden. Sein Aufenthalt ist gerade unbekannt, aber er muss noch im Gebäude sein. Postiert euch am Eingang und meldet verdächtige Personen. Verstanden. Okay. Dann rasen wir da mal hin. Dann fahren wir da doch mal zum Hotel. Wow. Und suchen diesen Unbekannten. Genau. Wir haben jetzt übrigens schon 391 Abonnenten erreicht. Ich finde es richtig cool, dass ihr halt wirklich so tolle Abonnenten seid, dass ihr wirklich fleißig abonniert und ja, Videos schaut. Auch wenn es nur ein paar Aufrufe sind, da hat YouTube auf jeden Fall auch was mit zu tun. Weil, naja, die Videos werden nicht alle super in der Abo-Box angezeigt. Aber ja. Sieh an, die Kollegen sind auch schon da. Dann stehen wir uns auch mal die Reifen platt. Verdammt, schon wieder Brandbomben! Jetzt wird's aber langsam anstrengend. Ja, wir sind immer zufällig da, wo es brennt. Fuß aufs Gas! Wir spielen Feuerwehr! Hab nicht gedacht, dass es so ein Dings macht. So, schnappen wir den Typen mal. Ja, also, ups, wir wollten, egal. Ja eben, also das mit dem Abo-Dings und Aufrufe-Zeugs und... Bleibst du wohl stehen? Ja, also ich mache das ja nicht wegen dem Geld oder so. Ich verdiene ja nichts mit YouTube. Ich mache es wirklich einfach nur, weil es mir Spaß macht. Deshalb auch. Mal sehen, was am Hotel jetzt los ist. Oh Mann. Die Brandbomben werden ein schönes Durcheinander veranstaltet haben. So, da stellt sich aber die Frage, ob das dann Zufall war, dass die Autonomen hier aufgekreuzt sind. Du kannst vielleicht Fragen stellen. Ja, eben. Deshalb ist mir eigentlich auch. Ja, ich sag mal nicht egal, aber nicht so wichtig, dass wir halt. So übelst Aufrufe kriegen. Weil eben. Ich mach's aus Spaß, aus Lust, Laune. Ich nehme auch nur dann auf, wenn ich Bock dazu hab. Also wenn ich mal nichts aufnehme, dann heißt einfach, ich hab keinen Bock. Chefin ist auch vor Ort. Seh mir, Ben, wo waren Sie? Sie sollten sich hier postieren. Es gab plötzlich einen Anschlag mit Brandbomben. Wir haben gleich die Verfolgung der Täter aufgenommen und hier im Hotel waren noch genug Beamte, die gesichert haben. Sie hätten melden müssen, dass sie Verfolgung aufnehmen. Ja, das musste alles ganz schnell gehen. Ja, mag sein, aber Sie müssen ja nicht erst eine Telefonzelle suchen, um eine Meldung zu machen. Wir haben der Autonomen gestoppt und wurden dabei sogar verletzt. Bevor der Krankenwagen vor Ort war, haben wir auch was rausgefunden. Dann lassen Sie mal hören. Und ich möchte auch jedes Wort im Bericht nachlesen können. Die Autonomen haben die Brandbomben, Fahrzeuge und den ganzen Kram von jemandem bekommen, der sie für diese Anschläge sogar bezahlt. Und wer? Das wissen wir nicht. Jedenfalls geht bei den Autonomen wohl gerade jemand um, der sie anstachelt und mit Waffen ausrüstet. Aber wozu? Tja, keine Ahnung. Jedenfalls verursacht derjenige damit ein ganz schönes Chaos.
Chefin, wurde der Verdächtige gefunden, der sich hier im Hotel herumgetrieben hat? Nein, er konnte nicht gefunden werden. Sämtliche Räumlichkeiten wurden durchsucht. Wir gehen davon aus, dass der Verdächtige entkommen ist. Dazu hat er vermutlich den Moment genutzt, in dem die Bomben hochgegangen sind. Ich habe eben auch gedacht, dass das kein Zufall war. Sie meinen, dass die Brandbomben ein Ablenkungsmanöver waren, damit der Verdächtige unbemerkt entkommen konnte? Wäre doch möglich. Das soll dann bitte auch im Bericht stehen. Okidoki. Haben die ein bisschen länger geredet, als ich gedacht habe. Lol. Tag 2 ist schon durch. Die Aufnahme ging jetzt ungefähr eine... nicht mal 3/4 Stunden. Eigentlich haben wir gesagt, wir machen pro Aufnahme einen Tag. Ist jetzt doof. Klar, ich könnte einen zweiten Tag machen. Tag 3, der geht länger. Das weiß ich. Der geht ziemlich lange. Glaube ich. Wisst ihr was? Deshalb machen wir jetzt einfach mal... Nein. Wir machen jetzt einfach mal eine Runde Ben Undercover. Das heißt, wir nehmen uns... irgendwas, was Dampf unterm Arsch hat. Weil, wie gesagt, die Karren, die ziehen zum Teil wirklich gut an. Das heißt, wir nehmen den hier. Und, gehen auf Suche. Wir müssen, übrigens, was ich noch nie erklärt habe, oben rechts haben wir so ein Funktelefon, was das da. Mit F könnt ihr das an- oder ausmachen. Wenn es an ist, kriegt ihr halt per Funk die Aufgaben mitgeteilt über. Wenn es aus ist, dann müsst ihr zu den Punkten hinfahren. Oder wenn es keine habt, seid ihr dann eigentlich wie im... ist die Story wie eingefroren, dann geht die einfach nicht weiter, bevor ihr nicht dieses dumme Dings wieder anmacht. Funk-Dingens. Mir fällt der Name gar nicht ein. Das Funkzeugs da. Wenn ihr das, bevor ihr das nicht wieder anmacht, geht die Story nicht weiter. Ich bin so dämlich. Ich wollte eigentlich auf die Autobahn und den Wagen mal ausfahren. Wir werden die Autos. Wir werden das Auto, die Autos schon finden. Also, wow. Übe. Gerade noch so gerettet. So. Fahren wir das Auto doch mal aus. Ja. Also ich werde jetzt noch eine Weile hier rumgurken und die Karren suchen. Weil das ist dann eine Bonusmission, wo wir auch nochmal was freischalten. Ich will euch jetzt noch nicht sagen was, aber ja. Aber es ist eine ziemlich coole Mission eigentlich. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Wow, das... Wow, gerade noch so gerettet. Moo. Guck mal den LKW an. Ja, Junge. Alter, mit... Was fährt der? Mit 60 über... Nee, ja gut, 70, 80 km/h über den Highway. Moo. Alter! Hast du irgendwie... Beschwerden? So, wie schnell fährt die Karre aus eigener Kraft? Knapp an die 300. Ja, er wird sogar noch schneller. Ja, 290. 290 bringt er. Das ist schön. Ich hätte folgende Idee. Wir fahren zur Rennstrecke und üben da ein bisschen. Weil da fahren auch noch oft die Autos lang, die wir suchen. Jetzt, wo war das nochmal? Ich glaube hier abfahren. Und so schnell bremst man von 290 auf 90 km/h runter. Das hier ist jetzt ein Tuner-Auto. Hier darf ich Nitro geben, weil... Wow! Weil man damit besser abheben kann. Alter Schwede. So,
Und natürlich müssen wir uns natürlich auch, wenn wir die Autos gefunden haben und die halt geklaut haben, wie schon gesagt, wir klauen die Autos, wir, ne? Und da müssen wir halt uns auch von der Polizei in Acht nehmen. Dann fahren auch Polizeistreifen hier rum, die uns halt festnehmen wollen. Und opa, vor denen müssen wir uns dann halt auch in Acht nehmen. Aber das ist meistens ziemlich easy, weil die nicht wirklich gerade die hellsten sind. Hier muss ich rein, ja. Helikopter! So, hier haben wir die Boxeneinfahrt. Und würde ich sagen, geht's mal auf in die Aufwärmrunde, ne? Ich finde das richtig cool. Hier kann man eigentlich auch richtig cooles Rennevent veranstalten. Ups. Aber ich glaube, das geht bei dem Spiel nur via LAN-Party. Wenn halt alle im gleichen Internet angeschlossen ist und so. Sonst geht das nicht. Ich verkacke gerade, ne? Vorhin ging die Drift so gut. Und es dürfte langsam auch ein Auto auftauchen. Also, so ist nicht, ne? Ich wollte eigentlich das mal einschalten, dass ich manuell schalten kann, aber es knackt halt dann so laut. Oh ja, das war ein schöner Drift. Das wollte ich euch nicht antun. Das war zu viel des Guten. Alter Schwede, wo bleiben die Karren denn? Warte mal. Ach, ich kann die sogar an... Schau mal an. Ich kann das auf der Map sogar sehen. Man lernt immer wieder dazu. Geil, Alter, ist das detailreich. Alter Schwede. Also, das muss man mal sagen, also Hut ab, die Map sieht toll aus, es ist wirklich alles genau so, wie es ist, in echt, auch hier die Häuser, alles einzeln platziert, sogar das Golf-Ding, ja, ist nicht der, das hier ist der Golf-Dings, aber ja, hier ist dann das Camping-Zeugsens, die Landebahn vom, oder generell der Airport. Nett gemacht. Also hier seht ihr übrigens auch mal die Karte. Hier ist ein Offroad-Parcours. Also ein kleines Oval. Das kommt später zum Tragen. Wofür die Insel ist, weiß kein Schwein. Ja, also ich muss sagen, die Map gefällt mir wirklich gut. Fällt mir erst jetzt gerade so auf. Ich wusste es echt nicht, dass sie... Was war das? Ding ist nur an, ne? Dass die Jungs hier angezeigt werden, das wusste ich echt nicht. Ich habe das Spiel schon etwa 5-mal durchgesuchtet, aber ich wusste es nicht. Da kommt schon der erste Kunde. Ja, will ich. Und es ist... Ach, den Wagen werden wir auch noch fahren. Ach nee, stimmt gar nicht. Wir werden den Wagen genau nicht fahren. Glaube ich. Weil, es gibt, es ist hier eine ganze Saison, was wir hier fahren, von den Autotunern. Und da wird später im Spielverlauf, werden die Autos nochmal hochgetunt. Und dann sehen die hier so aus. Dann fährt Ben mit diesem Auto. Und Semi hat dann ein anderes, was wir auch liefern müssen, glaube ich. Ja, und ihr seht schon, die ziehen richtig gut. Also mit dem hier wäre 300 kein Problem. Liegen auch super direkt auf der Straße. Der lenkt. Ups.
Telefon hat geklingelt, das habe ich mich kurz gemutet. Also, da lenkt super direkt ein. Er driftet nicht groß. Obwohl er die Power dazu hätte. Wow. Aber er driftet nicht groß. Das ist halt wirklich... Weil Driften kostet halt Zeit. Aber der liegt... Der saugt sich auf den Asphalt, Alter. Es sei denn, ich fahre behindert. Was ich gerade tue. So. Auto Nummer Uno. Dann fahren wir doch nochmal. Ja, wir nehmen wieder den. Wow. Und wieder machen wir das Funkdings aus. Und jetzt gucken wir mal. Wo sind die Schlawiner? Da oben. Wo könnte der langfahren? Ich fahre einfach mal hier hin. Und guck, was er macht. Oder ich mache einfach mal noch einen Donut. So. Ja, er ist genau von der Abbiegung. Darf ich jetzt mal gucken?